Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Roomtour hier in meinem hessischen Anwesen. So, die Games-Abteilung habt ihr ja schon gesehen, das haben wir schon gemacht. Irgendwie so 2-3 Vlogs, die ist immer noch nicht ganz fertig. Da werde ich später noch was filmen, wenn wir da so weitergemacht haben. Jetzt momentan haben wir so ein bisschen, was ich immer haben wollte, war ein Heimkino. Ne? Zu Hause im Keller sitzen und da so ein bisschen direkt Kino machen und sowas mit Freunden und so, Erlebniskino. Das habe ich jetzt realisiert. Es ist noch nicht hundertprozentig fertig, da sind noch ein bisschen Bauarbeiten im Gange. Hier drüben übrigens, guck mal, hier ist die Tür, ne? Da ist der Notausgang, liegt dann oben auch. Da ist die Games-Abteilung und jetzt sieht man hier quasi, da geht es die Treppen runter und jetzt habe ich hier ist erstmal so zum gemeinsamen Mieten. Guck mal, die Eva ist auch da. Die ist öfter mal zu Besuch, natürlich gar kein Problem. Wir haben hier immer Freunde natürlich. Hier sitzt man normalerweise ein bisschen rum, da kannst du ein bisschen chillen und sowas. Haben hier noch ein bisschen Getränke und Essen und alles für Leute, wenn die vorbeikommen, haben wir immer frisch da. Aus unserer, das ist die dritte Küche bei uns, guck mal, das ist die dritte Küche. Da wird gerade ein bisschen gekocht, ne? Also es wird gerade ein bisschen gemacht, weil heute Abend kommt noch Besuch. Und deswegen, pass mal, komm mit hier, Clubkino, haben wir extra gemacht. Und hier wird gerade noch ein bisschen mit dem Licht rumprobiert und sowas. Wir sind hier noch ein bisschen am Bauen und so. Ist gerade noch im Aufbau. Da mache ich später mal ein Vlog, wenn es alles fertig ist. So, dann haben wir hier, guck mal, die gemütlichen Schalensitze. Das ist aus peruanischer Hanfseide. Da kann man, das fühlt sich, man sieht es glaube ich im Bild nicht so richtig, aber es fühlt sich halt einfach an wie eine Siamkatze. Und es wurde auch aus welchen gefertigt. Also da ist ein bisschen Siamkatze mit drin, damit es einfach sehr flauschig ist. Ne? Hier hinten sieht man so ein bisschen, ich habe im Laufe meines Lebens 2-3 Bücher gesammelt. Ich wusste nicht, wo ich die hinstellen sollte und habe ich gedacht, im Kino kriegst du halt ein super Ambiente damit hin, wenn du einfach die Wände mit den Büchern voll machst. Später geht das natürlich alles aus, wenn die Filme laufen und sowas. Aber wie gesagt, momentan Baustelle. Ich muss ja ein bisschen aufpassen hier über Handwerksmaterial. Was läuft heute? Also wir machen das immer so, wir ziehen uns immer Rauchkopien von kinox.to und die streamen wir dann hier quasi in richtig beschissener Qualität auf die Leinwand, damit auch hier alles quasi, wir haben so einen Tageslichtbeamer, der fährt dann hier quasi raus, oben aus der Decke, da sieht man die Paneele und wir haben unter jedem Panel haben wir verschiedene Sachen. Die Stühle können alle in den Boden reinfahren, ne? Wir haben hier mit Getränke, alter Pipapo, die können alle in den Boden reinfahren und wir können hier auch noch eine Clubdisco draus machen. Deswegen unter den Paneelen ist immer noch Lichtanlage und sowas, das ist alles noch im Aufbau, die fährt dann runter und dann kannst du ja quasi ein bisschen Club machen und sowas. Der Sarraz hat ja auch schon mal aufgelegt, also wir haben ja immer Partys und so. Da hinten ist momentan noch der alte Beamer, man sieht, der ist ein bisschen klobig natürlich. Das ist so ein Epson, ich weiß nicht genau, ich weiß die Gerätebezeichnung nicht mehr. Der hatte einfach die besten Bewertungen die ganze Zeit. Aber den werden wir noch ein bisschen austauschen, damit der hier auch unter den Paneelen versteckt ist. Jetzt machen wir das Licht ein bisschen aus, es wird ein bisschen kuscheliger gerade. Und das Kino wollten wir heute einweihen, denn heute ist der Tag, deswegen dachte ich mir, ich nehme euch mal ein bisschen mit auf die Reise, zeige euch mal, wie es aussieht. Ja. Das hessische Anwesen, wir sind gerade im Westflügel quasi, solltet ihr jemals herkommen, Westflügel, und aber es ist halt nicht open to the public sozusagen, ne? Das ist ja hier von meiner Crib, wie es da so schön heißt. Und als nächstes schauen wir mal, was wir da machen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier, guck mal, da ist auch noch die Siamkatzen, die übrig waren, die kann man sich dann auch ein bisschen so auf den Arm nehmen. Ne, das ist so, fühlt sich auch echt an, aber wobei, ah, das war ein Reh. Das hier war ein Reh, okay. Ja, tut mir leid, hab ich verwechselt. Ich hab die ganzen Facts auch nicht im Kopf. Ich lasse das ja machen. Ich mache selber keinen Handschlag, ne, als Dingens. Ich mache mein Let's Plays ja auch nicht mehr selber. So, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, und das ist das YouTube Live. Calm down, it was a joke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Itz und reisen wir gerade. In unserer YouTube-Milliardärs-Limousine werden wir gerade geschattelt in Richtung Residenzkino, wo heute das Prey und Alien-Event ist. Das heißt, ich habe gerade den Putzi dabei, der ist gerade hinter der Kamera. Sag mal hallo. Hallo. Ja, hallo, sagt er. Hallo. Hallo. Da sagt er hallo. Sagt er hallo. Hey. Meine Locke. Ich, ja, hallo. Ich bin ein Obdachloser, der diese Kamera gefunden hat. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit in Richtung Prey Alien Event, wo wir heute mit Christian Ulm unter anderem Live-Let's Play machen in einem Kino vor Publikum. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe immer gesagt, Live-Let's Play vor Publikum muss bestimmt kackenlangweilig sein. Heute werde ich diese These einfach mal austesten. Es wird bestimmt lustig. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, im Alien-Film durfte ich auch ein paar Sätze einsprechen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob man das heute zu hören bekommt, weil dann gehe ich nämlich früher nach Hause. Alles klar, wir sind gleich im Kino. Bis gleich. Wir fahren gerade 300, aber es ist ein Special Effekt.
Quatsch, brauchst du nicht. Alles gut. Ich komm nicht raus. Wo wir uns später treffen, oder einfach hier wieder nach Kamps. Erik! Bin ich zu doof? Tür geht nicht auf. Hilfe! Hilfe! Oh, danke schön. Danke schön. Das ist aber nett. So, hallo. Hallo, hier ist alles sehr schön. Wir sind gerade auf dem Weg zum Kino. Ich habe Schweinehunger. Es ist 14 Uhr, um 20 Uhr fängt das Event an. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was wir jetzt 6 Stunden lang machen. Wahrscheinlich sitzen wir sehr viel rum, wir werden sehr viel besprechen. Dann sitzen wir wieder sehr viel rum. Guck mal, jetzt sind wir schon da. Hier, Residenzkino. Und da siehst du schon Alien Covenant. Donnerstag, 18. Mai, nur im Kino und Prey. Das ist heute unser Event. Und dann schauen wir mal rein. Dieses Produkt trinke ich am liebsten. Produkt, jetzt im Handel. Heute wieder richtig opulentes Mahl quasi. Das ist frischer Norweger Lachs, der ist handgefangen. Ja, habe ich selber mit der Hand gefangen. Und das ist alter Nillenkäse, den habe ich selber gepresst. Und das hier ist eine Pizza. Das ist eine Braunschweiger Pizza. Wir kommen aus ärmeren Verhältnissen. So, lass dir schmecken. Boah, das war jetzt anstrengend, Alter. 6 Stunden später. Oh, hier das Autogramm ist natürlich Hardcore, ne? Und da muss ich natürlich auch ran. Es ist halt eine harte Arbeit, weißt du? Leute sagen immer, geh mal im Stahlwerk arbeiten, aber die wissen nicht, was Leute wie ich ja durchmachen müssen. Weißt du, so 10 Autogramme, das ist schon ein bisschen, tut auch ein bisschen weh. Ich muss dann gleich meinen Personal Trainer anrufen, ja, und dann noch meine 5 Brasilianerinnen. Guck mal hier, ich habe schon Blasen. Blasen habe ich von der harten Arbeit hier. Oh, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Ich weiß nicht. Rede 30 Die Konsole müsste online sein. Heißt das nicht talken? Was talkst du? Gar nichts. Kannst du nicht schweigen. Talk mal ein bisschen mit mir. Okay. Wir sitzen gerade quasi, das ist ein bisschen Making-of gerade, wir sind gerade vor dem Event noch, sitzen gerade auf der Probeweise auf der Bühne. Und die Eva, die kennt ihr vielleicht schon, die war schon ein paar Mal da und hat mitgespielt und so. Die hat sich gerade in ihren Account eingeloggt und ihre E-Mail-Adresse ist, ich verrate nicht was, ist schon sehr süß, aber dann @hellokitty.com. Wir sind alle sehr bestürzt. Es ist ein sehr bestürzender Event. Moment, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Es ist sehr bestürzend. Du bist nur neidisch. Du bist nur neidisch. Ja, ich will auch so eine Adresse haben. Ja. Gib mir so eine Adresse. Ja, okay, mache ich. Weil du die Connections hast, weißt du? Zu Sanrio. Ja, zu Sanrio, weißt du, ja. Hat dir ein Hello Kitty, oder was in dem aussieht? Die Königin von Schweden, weißt du? Hier hinter mir, ne? Ist unhöflich, dass ich mich abwende. Ich zeig mal so mit dem Kopf hier so hin. Das ist die Synchronstimme von Präsident Obama. Unter anderem. Präsident Obama hat da so ein. Wen hast du denn hier alles synchronisiert? Stell dich, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ich finde das voll spannend. Ja, also ich bin Dennis Schmidtfoss und ich bin Synchronsprecher. Und spreche unter anderem Ryan Reynolds. Chris Evans, der den Captain America spielt. Er hat Deadpool gesprochen. Zieh Deadpool mal rein. Auch? Voll geil. Ich habe sogar Green Lantern, habe ich auch gesprochen. Das ist, nicht so geil, ist nicht so geil wie Deadpool, aber nee, ja. Hat ja Ryan Reynolds auch dann entschieden. Ja, ja, komischerweise, verstehe ich gar nicht. Wie lange machst du das schon? Ich habe schon mit 7 Jahren angefangen, also schon, na ganz schön lange. Also vor 20 Jahren? So circa, genau. Weil die sprechen alle synchron irgendwie, ne? Meine Frau ist Synchronsprecherin, die spricht die Katie Holmes und die Keira Knightley. Hab ich gespickt. Mein Schwiegervater ist der Manfred Lehmann, der spricht den Bruce Willis und den Dolph Lundgren und den Kurt Russell und den Gérard Depardieu. Und mein kleiner Bruder ist Gerrit Schmidtfoss, der spricht Leonardo DiCaprio. Synchronfass. Ja, und so weiter. Das heißt, ihr habt quasi so eine Art Synchronsprecher-Mafia aufgebaut. Ganz genau. Ja, quasi. Ja, ganz genau. Also ich werde mir da nachher mal 2, 3 Sachen abgucken, weil ich bin der Typ nämlich, der euch die Kohle klaut. Genau, ja, genau. Weil ich einfach mit meinem brillanten Können angefragt werde, nicht wegen der Reichweite. Ist einfach
Ich bin ein aufstrebender Superstar. Naja, du. Ach ja, naja, und so sieht das Kino momentan aus. Es ist noch alles sehr leer. Wir sitzen hier, quatschen ein bisschen, lässt ein bisschen über den Kapuzenwurm ab. Ja. Das sind gar nicht meine, das sind die von Eos, Andi. Hier, halt mal. Der Andi ist auch da. Ich freue mich voll, Alter. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Wir sind ja Double quasi, ne? Wir machen das immer so, wenn der eine keinen Bock hat, springt der andere ein. Ich mache auch ab und zu mal Fotosessions für ihn, ne? Wenn da irgendwie Models sind, die besondere, ne? Und so. Dann mache ich auch schon mal. Latex, Gummiunterhose, all diese Geschichten mache ich halt. Richtig. Nur. Ja, ja. Und der macht dann diese Fetischsachen. Ich mache die normalen Sachen halt, ne? Aua! Es geht jetzt los. Ich habe gerade noch mal ganz kurz, wir hatten gerade Meet and Greet. Jetzt geht's los. Bin ich direkt auf der Bühne. Guck mal, Marcel ist mega angespannt. Nein. Mega angespannt. Schon seit Wochen. Der sagt jetzt alles locker, der hat so eine Augenringe, weißt du? Hat so eine Samsung-Hängematte in den Augenringe. Aber wir fangen an. Ja, alles klar. Geht los, dann lass mal reingehen. Mal gucken, was passiert. Gut, herzlich willkommen. Endlich geht es los mit dem großen Livestream zum Pre-Event. Freut mich, dass alle, hier kannst du mal das Publikum filmen, alle sind gekommen. Großartig. Alle Zuschauer sind da, die das Event mitkriegen wollen. Toll, Dankeschön. Dankeschön. Super. Volles Haus heute Abend. Volles Haus heute Abend. Ich freue mich, der Saal kocht einfach. Er ist ausverkauft. Wunderschönes Event. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gerade vorbei. Sich Alien Covenant anschauen soll, ist, es ist ein Alien-Film. Ihr alle habt so viel geopfert, um hier zu sein. Es ist die erste groß angelegte Kolonisierungsmission überhaupt. Wir schreiben Geschichte.
Was Alien für mich zum Kult macht, ist, gerade in meiner Kindheit ist das ja so, ich glaube, da geht es vielen von uns so, dass wir mit den Alien-Filmen aufgewachsen sind. Und Alien war damals quasi einer der Horrorfilme, gerade mit dem ganzen H.R. Geiger-Design und sowas. Das war schon sehr, sehr geil. Sie Deutsche Bahnfahrt. Ich möchte gar keine Erwartungen stellen, ich möchte einfach ganz unbefleckt ins Kino gehen und ich möchte mir einfach anschauen, was auf mich zukommt. Großes Kino! Liebe Deutsche Bahn, es tut mir leid, ich habe nicht gedacht, dass ihr so reinnehmen. Dinge. Ja. So, Randolph. Kann man Randolph recyceln? So. Können wir Randolph da runterwerfen? Das war der Plan. Braver Randolph. So. ja, einmal, komm. Wir sterben doch sowieso gleich. Ihr wollt uns doch nur krepieren sehen, das ist doch alles. So. Alter, hier kommt man echt super durch. Alter. Wovon dieses Bouncen ist natürlich auch immer total echt schädlich. Mies. Du hast ja das Einfache. Ja, von wem? Das ist ja jetzt guck's einfach. An. Guck's dir an. Der ist fast tot. Einmal rein. Nein. Zudem hat mir Dr. Kelstrup endlich ausführlichere Testreihen für den Düngermix genehmigt. So. Schön. Wir verwandeln uns jetzt in den Becher. Ah, klar. Okay. Yeah. Muss man ja nicht wissen, kann, dass sowas kann der zerbrechen? Weiß ich nicht. Wir werden es herausfinden. Okay. Lesen oder? Lesen oder nicht? Die sind alle bekloppt. Unglaublich, ja. Erster Auszug aus die Kommerzialisierung des Raumfahrtprogramms von Dr. J.V. Edwards. Wir können es ja alle zusammen lesen, wie früher in der Grundschule, als wir so 8 Jahre alt waren. Mhm. In Kennedys... Zweiter Amtszeit nach der Wettlauf ins All. Neue Ausmaße an. Ich gehe kurz an die Bar. Ja, ich komm gleich nach. Und wäre ohne seine Unterstützung wohl vollständig zum Stillstand gekommen. Mehrere Mondlandungen läuteten ein beschleunigtes Raumfahrtprogramm voller Tatendrang ein. Sowohl in Regierungskreisen als auch in der öffentlichen Wahrnehmung für die damalige Zeit ungewöhnlich. Besonders im Gegensatz zu Kennedys erster Amtszeit war der Umstand, dass es sich hierbei nicht um ein Rennen zwischen zwei Mächten handelte, sondern Sowjets und Vereinigte Staaten scheinbar gemeinsam in den Weltraum vorstoßen wollten. Was für ein interessanter Abend. So, also zwei Lines zum Checken, ob ich wirklich bin. Du bist noch drauf. Ach so. Okay, pass auf. Stopp. Ihr fragt euch bestimmt, was der rote Anzug soll. Ich hoffe, so war der Satz, oder? Well, hat sich das Ausrufezeichen verdient. Das stimmt, einfach so ein Traum. Würde ich sofort heiraten. Aber so geil. Ruf mich einfach einmal die Woche an. Dann zähl ich dir eine gute Nacht. Nachts um 4 Uhr. Geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gerade vorbei und es hat so unglaublich Spaß gemacht. Ich hätte das gar nicht gedacht. Ich war live in Space nämlich ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt funktioniert. Live im Kinosaal vor Leuten. Dachte ich mal, ist voll zu langweilig. Aber ganz ehrlich, erstens, die Gäste haben das super aufgewertet. Und ich bin einfach, boah, wir machen das auf jeden Fall normal. Jetzt erstmal was trinken und dann geht's nach vorne in die Meute schmeißen. Aber die Meute hat schon ihre Beute. Ne? Die haben Goodiebags bekommen. Wir kriegen keine Goodiebags. Ich möchte das ganz kurz kritisieren. Haben wir noch Goodiebags? Okay, wir klären das später. Jedenfalls, es war einfach großartig. Ich möchte mich bei allen beteiligten Personen einfach mal ganz herzlich bedanken. Die werden das Video hier sowieso nie sehen, glaube ich. Ganz, ganz lieben Dank. Es war ein großartiger Abend.
Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir können das wiederholen. Auch wenn wir an der Kamera immer ganz komisch aussehen. Also diese Kamera mit diesen weißen Armen und so hochrote Köpfe immer. Wir sahen einfach aus wie Hobbyalkoholiker oder wie die Leute, die im Ausland immer ihr Handtuch auf die Liegen morgens packen, weißt du? Damit sie da, ja, weißt du schon. Alles klar. Ganz, ganz lieben Dank fürs dabei sein und vielleicht sehen wir uns gleich nochmal auf der Heimfahrt, wo ich dann einfach schlafen werde. Bis gleich. Happy nach Hause gegangen. Oh, ich bin ein bisschen fertig. Ich freue mich jetzt auch nach Hause zu kommen. Und ich hoffe, dieser G-Log hat euch gefallen. Ich habe sowas noch nie gemacht tatsächlich. Der Putzi filmt die ganze Zeit ganz fleißig. Ich bin mega froh, dass er dabei ist. Vielen Dank auch an Putzi, dass er die ganze Zeit am Rumfilmen ist. Und wenn euch das gefallen hat, dann machen wir sowas bei Events öfter mal. Das wäre ganz geil. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Keine Ahnung, wie es geworden ist am Ende. Ich weiß auch nicht, wie das Video da aussieht. Keine Ahnung, wie die Szenen aussehen. Auf jeden Fall, ich bin erstmal mega happy, dass der Abend vorbei ist. Also nicht, weil er vorbei ist, sondern einfach nur, dass wir so gut über die Bühne gebracht haben. Die Leute waren super, das Event war super. Ich freue mich immens. Ganz, ganz lieben Dank auch fürs Zuschauen, auch fürs so lange dabei sein. Und vor allen Dingen auch dafür, dass ihr so zahlreich zu solchen Events erscheint. Das ist einfach unfassbar. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. So, hier, Prost. Ich trinke jetzt erstmal Wasser zum Ausnüchtern. Dankeschön. Ciao, schönen Abend. Piu.